Ja, guten Tag. Wir befinden uns hier in Ostbevern, in der Bevernhalle. Hier finden heute die Hallenkreismeisterschaften statt. Und wir sind auch dabei, natürlich, in einer Gruppe mit dem Warndorf SU, Westfalia Kinderhaus, VfL Sassenberg und Ems Westbevern. Ja, unser erstes Spiel ist gegen den Warndorf SU in einer knappen halben Stunde. Ja, bis dann. Tschüss! Anne Hüßmann mit der Nummer 9, Emilia Welker mit der Nummer 10, Ramona Weltkämper mit der Nummer 11, Charlotte Rüdiger, Nummer 14, Anissa Brenner, Nummer 19, Pia Lock. Leider gegen Warndorf verloren. Ich kann mir das auch noch nicht so ganz erklären. 4-0 und ich habe Easy eingeladen. Easy ist unsere Torhüterin. Easy, was kannst du denn zum letzten Spiel so sagen? Du kannst auch in die Kamera gucken, kannst dir das Spiel angucken. Ja, ich guck mal lieber in die Kamera. Ja, ich glaube, wir waren einfach viel zu hektisch. Das 4-0 hätte vielleicht nicht sein können, sein müssen. Ich denke mal so, dass wir das nächste Spiel auf jeden Fall ruhiger spielen müssen und dann werden wir das mit Sicherheit gewinnen. Ja, mit Sicherheit. Da habe ich natürlich auch Emilia eingeladen, kurz Emmy. Die kommt nämlich von Kinderhaus und spielt gegen ihren alten Verein gleich. Was meinst du? Wird das was mit uns? Ja, natürlich. Wir werden hier auf jeden Fall rocken. Aber sowas von. Besonders ich bin so motiviert, schieß bestimmt 5 Tore. Das ist meine Ansage. Wir sehen uns dann zum nächsten Interview. Tschüssi! Ja, wir sind jetzt hier nach unserem zweiten Spiel. Wir haben gegen Kinderhaus gewonnen, 3-0. Und ich habe jemanden eingeladen aus unserem Verein, den Aki, den kennen wahrscheinlich auch schon alle. Ja, Aki, was sagst du denn so zum bisherigen Spielverlauf? Ja, nach dem ersten Spiel, was ein bisschen unglücklich verlaufen ist und was von sehr hoher Nervosität geprägt worden ist, muss ich sagen, das zweite Spiel haben wir super gemacht und wir haben gute Aussichten, Zweiter zu werden und das morgen wieder hier anzutreten. Also du glaubst, dass wir es auf jeden Fall schaffen werden, auch Zweiter zu werden. Deine Tipps für die nächsten Spiele so? Auch wieder zu Null Spiele oder wie sieht's aus? Ja, wenn Easy weiter so toll hält, dann wird das natürlich zu Null Spiele. Und ja, vorne hilft auch der liebe Gott. Der liebe Gott hilft, ja. Unser Aki ist auch ein sehr religiöser Mann, wie wir da feststellen dürfen. Aki, wir haben ja auch bald die Stadtmeisterschaften. Guckst du dir bei so einem anderen Fußballturnier, Frauenfußballturnier, da was ab oder wie sieht das bei dir so aus? Ich meine, das Turnier in Ostbevern ist natürlich ein bisschen größer, weil auch viel mehr Mannschaften teilnehmen. Sicherlich kann man sich einige Ideen abschauen, aber wir haben eigentlich unser Konzept schon stehen für die Stadtmeisterschaften und ich denke mal, das wird auch wieder eine runde Sache bei uns und werden alle Spaß haben. Ja, davon gehe ich natürlich auch ganz stark aus und dann gebe ich weiter bis zum nächsten Interview. Tschüss! Ja, eben haben wir das
das letzte Spiel gegen Sassenberg 1:1 gespielt. Das heißt, wir haben im Moment 4 Punkte und es geht gleich weiter in dem nächsten Spiel. Aber vorher möchte ich noch mit Charlotte und Vanessa sprechen. Ja, Charlotte, das ist das erste Mal, dass du jetzt richtig bei der HKM dabei bist und spielst ein super Turnier. Wie gefällt es dir bis jetzt hier so? Ja, ist super schön, tolle Atmosphäre. Ich bin sehr froh, dass die Mannschaft das umsetzt, was wir gesagt bekommen und uns von jedem Spiel wieder steigern und macht richtig Spaß heute. Das freut mich zu hören. Vanessa, du hast bis jetzt schon 2 Tore im Turnier geschossen. Sehr gut. Was nimmst du dir fürs nächste Spiel vor? Ja, also ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch die letzten 3 Punkte einfahren können, dass wir vielleicht morgen auch noch dabei sind, das wäre ganz schön. Ein Tor wäre vielleicht noch ganz gut, dass wir das auch wirklich schaffen und ansonsten hole ich mir gleich mein Bier fürs letzte Tor ab für uns. Ja, das finde ich gut, da bin ich dabei. Ja, und dann schauen wir uns mal an, wie es gegen West-Bevern so aussieht. Tschüss! Ja, da sind wir wieder und wir sind weitergekommen. 3:0 haben wir gewonnen und zwar gegen West-Bevern und sind morgen wieder dabei in Ost-Bevern. So, und ich habe jetzt neben mir Laura, unsere wunderbare Trainerin. Laura, hast du damit gerechnet, dass wir heute hier weiterkommen? Ehrlich gesagt habe ich nicht damit gerechnet. Also ich habe mir schon Chancen ausgerechnet, vielleicht als bester Dritter weiterzukommen. Aber dass wir jetzt Zweiter mit 7 Punkten werden, hätte ich nicht erwartet, nee. Ich auch nicht, aber ich finde es umso besser. Und wie sieht das aus mit morgen? Kommen wir da nochmal in die höheren Ränge, sag ich mal? Ich denke, das liegt an der Mannschaft. Also die Gruppe ist super schwierig, aber mal schauen, was morgen drin ist. Ich denke, heute haben wir uns super gesteigert. Wenn wir das morgen wiederum so schaffen, dann können wir mit 1-2 Siegen vielleicht doch knapp weiterkommen. Und ja, dann mal schauen. Ja, dann schauen wir mal. Wir sehen uns dann morgen wieder. Ne? Aki, danke für die Bananen. Und, ach, oh ja, das muss ich noch erwähnen, die Gutscheine. Wir haben zweimal den Torbonus bekommen und beziehungsweise 2 Kisten Krombacher gewonnen. So, ja, damit dann in den Abend. Auf Wiedersehen.